Das Stück Die Gaggis ist nicht nur unterhaltsam und interaktiv, sondern auch pädagogisch wertvoll, indem es Kinder auf spielerische Weise wichtige Lektionen fürs Leben lehrt. Dass dieses Konzept aufgeht, konnte man im Freizeitzentrum Brunn sehen. Ich, ja. Ich. Und nur ich. Bin er nicht Die grünen Sumpfgeggis und die roten Felsgeggis miteinander verfeindet sind, ohne einander je begegnet zu sein, mag fürs Erste seltsam erscheinen. Kann man denn jemanden hassen, den man gar nicht kennt? In dem Stück geht es um Vorurteile und deren Überwindung. Ein vertonter Bilderbuchklassiker von Mira Lobe, aufgeführt vom Schmetterlinge Kindertheater. Es ist eigentlich eine Oper. Also nein, nicht von der Musik, also nicht falsch verstehen. Aber es ist durchkomponiert wie eine Oper, das heißt ein rein musikalisches Stück mit viel Kinderanimation und mit einem pädagogischen Hintergrund. Es geht nämlich darum, dass die Felsgeggis, obwohl sie noch nie die Sumpfgeggis gesehen haben, sie hassen und es werden viele Gerüchte gestreut. Sie stinken und sie sind grausam, sie ertränken einen im See. Und das stimmt natürlich gar nicht. Und werfen einen über einen großen Berg. Das machen sie auch. Aber es stimmt alles nicht. Ist alles gelogen. Ja, und dann treffen wir zwei uns, weil wir uns beide verirrt haben. Und haben uns dann ganz lieb. Jeder, der am Theater arbeitet und die Kinder vernachlässigt, ist dumm. Mhm. Weil es sind unsere zukünftigen Zuschauer. Ja? Und Kinder sind wahnsinnig ehrlich. Die Erwachsenen bleiben auf der Rück sitzen und sagen, naja, es ist ein bisschen fad. Oder sie gehen wie bei der Lelinek, dann weiß man, dass der Tür geht. Ja. Aber Kinder, da kriegst du sofort Feedback. Ja? Mhm. Sie ranzen, sie Dings. Oder nein, sie merken auch, wenn sie dich unter Abstand sagen, darf man nicht sagen, wenn sie dich verarschen. Also wenn man sie verarscht, wenn sie sagen, nah, mach der Kindertheater, bin. Das berührt sie überhaupt nicht. Also man muss schon schauen, wie die Anke sagt, also direkt an die Kinder ranzugehen, ehrlich zu spielen, das zu meinen, was man verkörpert. Und umso schöner ist es dann, wenn man es dann direkt wieder auch positiv zurückkriegt. Wir zwei spielen das ist nicht gern. Jetzt kommen wir schon langsam in ein Alter, wo wir sagen, ah, jetzt kriegt man schon ein bisschen Wehwehchen. Müssen wir uns gut aufwärmen. Und wir haben ja gesagt, also wir werden das noch weiterhin spielen und dann halt mit Rollator und weiß nicht, Graf Carella oder Rollstuhl, weil wir es einfach gern spielen. Mit viel Wortwitz behandelt die Geschichte das Thema Fremdenhass. Geschrieben wurde sie vor über 30 Jahren. Dabei ist sie gerade heute aktueller denn je. Und sie zeigt auf, dass sich auch Kinder gegen Vorurteile stellen und zu ihrer Überwindung beitragen können.